Oho, willkommen bei Clash Royale! Herausforderer, lass uns zunächst ein paar drehen! Warte mal, dich kenne ich doch! Warst du nicht derjenige, der bis vor ein paar Monaten noch Clash Royale gespielt hat? Ach, euer Hohlheit! Genau der bin ich! Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich Ihnen! Naja, einen wunderbaren guten Tag wünsche ich zurück, werter Herr Redonskai. Dennoch stelle ich mir diese eine Frage. Weshalb sind Sie zurückgekehrt? Ich dachte, Sie hätten mit Clash Royale endgültig abgeschlossen. Warum sind Sie hier? Nun, euer Hohlheit, es mag stimmen, dass ich in den letzten Monaten ziemlich abstinent war, aber ich werde Ihnen heute gute Beweise liefern und ausführliche Gründe liefern, weshalb dieses Let's Play in eine zweite Staffel geht. Und damit, liebe Freunde, willkommen zu Staffel 2 von Clash Royale. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, mehr oder weniger, er ist gekommen. Wir fangen mit der zweiten Staffel dieses Spiels hier an. Dieses Let's Plays hier an. Und das aus, wie ich finde, sehr guten Gründen. Und zwar Gründe, auf die ich, wie gesagt, in diesem Part zu sprechen kommen werde. Ich werde alles in diesem Part ausführlich erklären. Weshalb, wieso, wie lang es gehen wird, wie regelmäßig das Ganze kommen wird. Seid gespannt drauf. Okay? Wunderbar. Also, Ritter und Pfeile. Soweit nichts Neues, aber wir können auch wieder hier verbessern. Und es ist ja für jeden von uns wieder etwas Neues, wenn man bedenkt, dass das ja schon ein paar Monate her ist. Ich weiß übrigens gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, im Juni kam der 100. Part oder so. Ich kann mal nachschauen, aber ich bin mir sicher so, Mai oder Juni. Und ich wollte ja unbedingt eine Auszeit nehmen und ich habe von Sachen gehört, die meine Auszeit dazu bewegt haben, ja, diese Auszeit quasi wegzustreichen. Mir zu sagen, komm, du brauchst keine Auszeit mehr. Ja, falls es dennoch die ein oder andere Leute geben sollte, falls es dennoch die ein oder andere Leute... Ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch, nach wie vor nicht. Ah! Falls es dennoch die ein oder andere Leute geben sollte, die keine Ahnung von Clash Royale haben, denen werde ich kurz erklären, was in diesem Spiel Sache ist. Also, ganz einfach gesagt, meine lieben Freunde und Kinderchen, ja, Clash Royale ist ein Kartenspiel, in welchem man online gegen echte Mitspieler spielen kann. Und zwar kann man das hier an diesem Beispiel gut erkennen. Wir spielen jetzt zwar nicht online, wir spielen gegen Bots, also quasi gegen Ausbilder, aber liebe Freunde, ich denke, wir werden im nächsten Part dazu kommen. Ich habe vor, in diesem Part alles soweit durchzupushen und so weiter. Kriegen wir hin, macht euch da keine Sorgen drum. Ja. Ich werde euch aber trotzdem in diesem Part erklären, wieso und warum auf einmal wieder nach so kurzer Zeit Clash Royale läuft. Obwohl ich doch so kurz vorher gesagt habe, ey Leute, ich brauche eine Auszeit, ich kann das nicht. All das wird in diesem Part ausführlichst erklärt. Ja? Also seid gespannt und genießt diesen Part, genießt die Show. Okay, okay. Also zuerst einmal ist es wie gesagt ein Kartenspiel, das darauf aufbaut, dass man seine Karten quasi dem Gegner entgegenspielt und schaut, was passiert. Im Endeffekt geht es darum, die Türme zu zerstören. Am besten den Königsturm, der in der Mitte steht. Und ihr müsst euch vorstellen, pro zerdepperten Turm bekommt man eine Krone. Ah. Das Ziel ist es natürlich, möglichst viele Kronen zu holen. Am besten ist es, 3 zu holen, weil dann hat man instant gewonnen. Ergo, wenn man quasi den Königsturm in der Mitte kaputt macht, hat man instant gewonnen. Ansonsten kann man sich auch mit den linken oder rechten Türmen begnügen, um sich auch da einen Vorteil zu erhaschen. Sage ich jetzt mal, ne? Das ist so in dem Sinne Clash Royale. Hat also mit Clash of Clans wenig zu tun. Auch wenn das vom selben Entwickler kommt, aber so viel dazu. Ich denke, die meisten von euch wissen, was das für ein Spiel ist. Die meisten, die von euch gerade zuschauen, die haben sowas schon längst im Kopf, was man hier machen muss und so weiter und so fort. Deswegen
hören wir mit diesem Wikipedia-Tendo-Eintrag auch auf und beginnen mit dem, warum das Let's Play jetzt weitergeht oder warum dieses Let's Play nach so kurzer Zeit in eine zweite Staffel geht. Also, ich habe von einem Abonnenten so ein paar Sachen gehört, die mich dazu gestimmt haben, das Ganze zu spielen. Und das sind quasi Sachen, die mich dazu gebracht haben, komm, du lädst dir runter und machst eine zweite Staffel. Aber sofort. Ne? Und zwar, ihr wisst ja, falls einige von euch noch die erste Staffel gesehen haben, falls einige von euch die ersten 100 Parts gesehen haben, dann werden diese auch wissen, weshalb ich so krass abgefuckt von dem Spiel war. Und es war vielleicht die Tatsache, dass ich schlecht in dem Spiel bin. Ja, muss man sagen. Es könnte auch die Tatsache gewesen sein, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Kann auch sein. Aber vor allen Dingen war ich so negativ eingestimmt wegen der Tatsache, dass es Smileys in diesem Spiel gibt, Emotes in diesem Spiel gibt, Satzmöglichkeiten in diesem Spiel gibt, die mich dazu gebracht haben, auszurasten, die mich sehr krass dazu gebracht haben, auszurasten, die mich dazu gebracht haben, zu Rage quitten und so weiter und so fort. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, die meisten von euch werden es sowieso wissen, aber naja, liebe Freunde. Supercell hat es auch tatsächlich, wie ich gehört habe, die Emotes abgeschafft. Und das ist für mich mehr als Grund genug, dieses Let's Play in die zweite Staffel zu bringen. Und zu sagen, komm, gibst du dem Spiel nochmal eine Chance, eine zweite Chance. Vielleicht ist es ja besser, wenn du quasi das Ganze ohne Emotes spielen kannst. Nicht sehen kannst, was der Gegenüber von dir für demütigende Smileys ablässt. Denn das hat mich ja, wie ihr wisst, wirklich extrem abgefuckt. Ja. Und das Ganze auch nicht grundlos. Ich denke, viele von euch haben mir da sowieso zugestimmt und haben mich da auch verstanden. Aber letzten Endes bin ich einfach nur froh. Dass es vorbei ist. Dass diese Smiley-Zeit endlich vorbei ist. Also man kann die Smileys zwar noch anlassen, aber ich werde sie, sobald es in den Online-Modus geht, was heute in einigen Minuten der Fall sein dürfte, ich werde direkt rübergehen in Einstellungen und die Smileys ausschalten, weil, naja, darauf habe ich doch wenig Lust, sage ich jetzt mal, ne? Ich habe sehr wenig Lust, mich von den gegnerischen Mitspielern nerven zu lassen und denken einfach so, komm, du hast zwar verloren, aber dafür siehst du es nicht. Siehst du nicht, was der Gegenüber von dir für Sprüche ablässt. Ne? Du hast zwar verloren, aber das soll dich ja nicht stören. Weil abhaken, weitermachen. Und das war halt, ich sag mal, in der ersten Staffel extrem schwer. Aus dem Grunde, weil ich mir dieses Smileys zu sehr zu Herzen genommen habe. Und das würde ich heute noch tun. Müsst ihr euch vorstellen. Sag mal gucken, ob Random Kai noch da ist oder ob man sich danach benennen kann. Ja, kann ich. Okay. Das heißt, man könnte mich auch voll krass faken. Nein! Hier müsste eine Epic-Karte drin sein, glaube ich. Nicht? Doch, die Hexe, so früh im Spiel. Wunderbär. Nom, 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 nom. Also letzten Endes der einzige Grund, warum ich wieder hier bin, ist doch der, weil es keine Emotes mehr gibt oder weil man sie ausstellen kann. Und das ist das Beste, was Supercell machen konnte in meinen Augen. Ehrlich gesagt. Also das ist wirklich die beste Idee, die sie in diesem Spiel jemals hatten. Nicht irgendwie die Auswahl auf mehrere oder auf weitere Arenen oder so, ne? Sondern vielmehr die Tatsache, dass man diese Smileys endlich ausstellen kann. Und das ist Gold wert in meinen Augen. Das lässt den Wiederspielwert extrem zurückkehren. Das lässt den Spiel auch motivieren, weiterzuspielen, weil du halt nicht abgefuckt werden kannst von jedem x-beliebigen Spieler, was, wie ich schon mal gesagt habe, so oft der Fall war früher. Das war echt nicht normal. Und jetzt kommen wir zum finalen Kampf. Soll aber kein Problem sein.
da wir auch schon etwas krasse Karten am Start haben. Also Mini-Packer hat mir auch schon damals ziemlich gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mini-Packer kümmert sich jetzt um den Riesen. Und der Bomber unterstützt den anderen Riesen. Also unseren Riesen. Ja. Sehr schön. So. Und jetzt kommen wir mal zur Fragestellung, wie regelmäßig das Ganze kommen wird und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch sicher sein, es wird ein regelmäßiges Let's Play werden. Ich denke aber nicht, dass ich es täglich bringen werde, weil ich dafür wahrscheinlich nicht die Motivation aufbringen werde. Aber ich kann euch versprechen, es wird mindestens zweitägig kommen. Allermindestens. So, sind wir im Koboldstadion. Jetzt würde ich gerne mal die Emotes ausschalten, wenn das irgendwie geht. Hallo, darf man das denn? Hallo? Ich würde sagen, wir machen mal einen Online-Kampf. Oder gibt es hier irgendwo... Komisch. Also hier steht es auf jeden Fall, ne? Emotes, du kannst deinen Gegner im Kampf stumm schalten. Dann geht es aber wahrscheinlich... Okay, wir probieren es mal aus. Wir machen heute noch einen Kampf. Und dann schauen wir mal. Man kann quasi hier ausstellen. Das ist schon mal ziemlich cool. Muss aber sagen, er hat schon extremes Glück, dass er schon das Drachenbaby hat. Das ist wirklich eine gute Sache für ihn. Muss ich sagen. Na, aber es wird auch, ich denke mal, regelmäßig Streams geben, in denen ich quasi Clash Royale spiele und ihr könnt dabei sein und könnt da ein wenig zuschauen, ihr alten Drecksäcke. Jawohl. So wird es sein. Guten Tag. Es wird also Streams geben, die auch regelmäßig kommen werden, ob es Only Clash Royale Streams werden oder ob ich da auch noch ein bisschen Clash of Clans spiele und ein bisschen online angreifen werde. Das wird sich rausstellen, aber ich kann euch sagen, das Ganze wird wieder regelmäßig auf meinem Kanal stattfinden. Auf dem 17:30 Slot. Wie eh und je. Wie damals. Die gute alte Zeit. Well, the good old time here. Yes, yes, the good old time. Good old time here. Well. You know Bescheid. Sehr schön, dass ich meine Musketiere da jetzt ein bisschen geschützt habe. Ja. Aber wenn ihr gehypt auf das Let's Play seid, auch wenn ich diesen Part hier etwas schlecht fand, dann könnt ihr gern den Daumen nach oben knallen. Dann können wir ja mal gucken, wie der Hype ist. Bin mal gespannt, wie viele Leute von damals noch da sind. Weil es sind auch sehr viele gegangen, als ich den 100. Part quasi abgeschlossen habe. Da sind wirklich sehr viele auch verständlicherweise weggegangen, weil sie von mir ein wenig abgefuckt waren, kann man sagen, ja. Und ich war ja auch, ich war wirklich ein Griesgram-Tendo, kann man sagen. Ja, also, so wie ich in diesem Let's Play gemeckert habe, das ist halt echt nicht normal gewesen. Das kann ich Ihnen sagen. Jawohl. Durchbrechen werden wir zwar jetzt nicht, aber es wird halt ein Sieg für uns. Und das gegen einen Japanesen, das ist ja schon mal eine gute Sache. Kann man nicht anders sagen. Ansonsten würde ich sagen, wird jetzt auch der Part erstmal beendet. Wir haben halt jetzt gesehen, wie es geht. Wir können die Emotes quasi ausstellen, indem wir hier auf den Button drücken. Und das ist richtig gut. Die Frage ist nur, ob man das in jedem Kampf neu deaktivieren muss. Das ist die Frage des Tages. Die es zu, ja, zu be, ja, and, ja, worten gilt. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich. Haut rein. Ciao.